Ja, hallo liebe Handballfreunde und willkommen im Fuchsbau in Berlin zum Heimspiel der BSV Spreefüchse Berlin gegen die TSG Wismar. Bei mir habe ich jetzt Manja Göll von den Füchsen Berlin. Erstmal herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Was erwartet uns heute hier? Wir sind das erste Mal im Fuchsbau, es ist eine Riesenhalle für uns. Was erwartet uns heute hier? Ich hoffe, uns erwartet ein richtig packendes, spannendes Duell und am Ende mit einem Sieg für uns. Ja, so wünscht man sich das. Füchse Berlin, läuft es so wie gewünscht bisher? So ganz nach oben hat es ja noch nicht gereicht. Nee, überhaupt nicht. Wir haben halt echt noch immer die Ausfälle von Anfang der Saison zu kompensieren, sind scheinbar irgendwie noch nicht so ganz eingespielt und müssen jetzt die nächsten Spiele halt echt gewinnen, wenn wir unseren Klassenerhalt bzw. unser Saisonziel erreichen wollen. Und das lautet dann? Unter die ersten sechs mindestens. Also in die eingleisige zweite Liga. So, da könnte man natürlich, wie auch bei Wismar, die ja nur weiter oben stehen, nach oben schielen. Wismar war ja schon in der ersten Bundesliga. Die Spreefüchse meines Wissens nach noch nicht. Du selber hättest auch die Möglichkeit gehabt. Dein eine Verein, SG Handball Rosengarten Buchholz, wie sie jetzt heißt, von der du kamst, die spielt ja jetzt erste Liga. Guckst du manchmal wehmütig zurück? Ja, sicherlich, wenn ich bedenke, dass, wo ich hätte jetzt spielen können, aber es ändert nichts an der Situation. Ich bereue es auch trotzdem nicht, nach Berlin gegangen zu sein. Was ist der Unterschied? Rosengarten, sagt man mir, ist eher ein Dorf. Berlin ist ja nur größer, geht's in Deutschland nicht mehr. Ist das wirklich so ein großer Unterschied? Wie hast du dich eingelebt in Berlin? Ich habe mich super in Berlin eingelebt. Und ob Dorf oder nicht Dorf, das ist eigentlich relativ egal. Zuschaueranzahl haben wir hier genauso viel, wie wir in Rosengarten hatten. Es nimmt sich also nichts. Die Stimmung ist schön. Also war letztendlich die Perspektive größere Stadt, besseres Leben? Naja, nee, nicht zwangsläufig. Es ging in allererster Linie auch um die Arbeit. Und mal schauen, wir hatten ja hier auch die Perspektive oder das Ziel, in die erste Liga aufzusteigen. Mal schauen, was passiert. Ja, was habt ihr euch heute vorgenommen, TSG Wismar? Die kommen mit viel Schwung. Eine Niederlage bisher erst. Was habt ihr euch vorgenommen hier heute? Wir müssen an unsere Leistung gegen Alt-Landsberg anknüpfen, weil, wie gesagt, wir haben halt noch sind überhaupt nicht vernünftig in die Saison gestartet. Und müssen eben gerade gegen Wismar punkten, damit wir eben auch wieder weiter oben stehen können. Ja, so eine wichtige Spiele, die muss man gewinnen, wenn man oben stehen will. Dann wünschen wir da viel Glück beim Spiel. Und wir sehen dann gleich das Spiel Füchse Berlin gegen TSG Wismar. Hier ist da kommen sie, die Spreefüchse aus Berlin. Die Heimmannschaft, wir werden sich die TSG noch zu Ende warm machen. Kriegen wir schon einmal die Laute. 2 Minuten für den Kommentar für das Spiel. Der Manager der TSG Wismar. Also Leute, ich freue mich sehr, dass Sie da sind und uns ein bisschen den Einblick in die TSG Wismar gewähren gleich in das Spiel. Was hat man sich hier vorgenommen auf Seiten der TSG Wismar? Wir haben das eben schon für die Füchse gefragt. Die Füchse sagen, sie müssen hier gewinnen, wenn sie oben ran wollen. Kann ich nur unterstützen. Wenn man eine Spitzenmannschaft ist, muss man die Heimspiele gewinnen. Und wir sind eigentlich angetreten, den Füchsen das Leben schwer zu machen. Wir haben bis jetzt noch kein Spiel verloren. Vielleicht gelingt uns hier auch der Clou. Und entschieden wäre eine tolle Sache. Wir wollen das mal gegenhalten. Wollen wir sehen, wie es das gelingt. Ja, unentschieden. 3 gab es schon in der laufenden Saison. Das ist ungewöhnlich im Handball, oder? In der Tat ist es nicht dauerhaft so, aber es ist für uns ganz wichtig, dass wir oben angekommen sind und wenn es gelingt, hier gegenzuhalten, Sviridenko zu eliminieren, dann sind wir auch in der Lage, wieder Berlin in Schach zu halten. Gut, dann wollen wir mal gucken, wie gut das gelingt. So, einen Anwurf gibt es also für die Füchse Berlin. Und die werden hier gleich Radau machen von der ersten Minute an. Oh.
Da haben wir jetzt noch hinten nochmal schon einen Überblick, wer hier für die Füchse hält. Und es sind doch einige, die hier für die TSG mitgereist sind. Ist das eigentlich gewöhnlich, so viele Leute mitzuhaben? Also wir haben immer ein ganz treues Publikum und wir haben immer unsere Zuschauer. Wir haben auch Sympathieträger in den Städten und das ist ganz gut so für uns. Ja, das hilft auch. Und jetzt die erste Möglichkeit. Kühne bleibt da hängen, Lars mit dem Wurf. Und es geht weiter. Die ersten beiden Chancen sind vertan. Und der schnelle Pass nach vorne und das 1:0 für die Spreefüchse. Juliane Rühr. Juliane Rühr ist das. Juliane Rühr. Aus Neubrandenburg kommt sie. Ja, das ist ja ein enger Spiel im Handball. Man kennt sich untereinander. Man hat in der Jugend schon gegeneinander gespielt. Da kennt eine die andere und der Ausgleich. Jetzt von Kühne für die TSG Wismar. Da der erste Block steht. Ein gehobener Daumen hier neben mir. Da freut sich der Manager, aber das war leicht verlorener Ballfuß. Entschieden. Inwiefern ist man da als Spieler eigentlich noch nervös auf dem Niveau? Und man spielt ja nicht zum ersten Mal Handball. Ich denke mir, sie sind grundsätzlich nervös und Frauen neigen sowieso dazu, sich erst eine gewisse Sicherheit anzueignen, ehe sie dann auch diese nachweislich aufbringen. Ne? Also sie sind immer unter Spannung und je nachdem, wie es anläuft, so wird sich das auch fortsetzen. Ja, das Girl mit dem Wurf an die Latte. Und die Treffsicherheit ist noch nicht ganz so gegeben auf beiden Seiten. Das spricht für das, was Sie gerade sagten. Man muss sich die Sicherheit erst holen. Nun hat man in der zweiten Liga grundsätzlich scheinbar das Ziel ausgegeben. Wir wollen die Klasse halten, nachdem sie dann eingleisig wird. Das heißt, unter die ersten sechs zu kommen, schaut man sonst auch schon ein Stück höher oder denkt man daran gar nicht? Grundsätzlich ist es so, man muss immer die höchste sportliche Qualität anstreben. Das machen wir auch in Wismar und wir haben da zwei Abschnitte ausgegeben. Die eine heißt, wir wollen sportlich schaffen und uns rechtzeitig mit den wirtschaftlichen Bedingungen auseinandersetzen, wenn wir Anfang des Jahres sehen, wir sind auf der Marschroute gut aufgestellt. Ja, das ist eine klare Aussage und momentan sieht es ja ganz gut aus. Man ist oben angekommen, das haben sie gesagt. Und jetzt gilt es sich hier zu beweisen. Und das 2:1 sind jetzt für die Spreefüchse. Alexandra Sibridenko. Ja, nun war man in Wismar. Und schon einmal in Liga 1, während das jetzt der 7 Meter. Schon einmal in Liga 1. Dann hat man lange Zeit in der zweiten Liga gespielt und dann gab es da diesen Betriebsunfall. Ein Jahr sogar der Absturz in Liga 3. Man hat sich zum Glück wieder gefangen in Wismar. Wie kam das? Ja, eigentlich ist das eine Sache, die uns mächtig anhängt und eigentlich auch nicht zusteht, denn wir hatten in der Phase auch eine gute Mannschaft, haben es allerdings nicht verstanden, die Qualität der Mannschaft auszuspielen. Das war eigentlich der tiefste Stand für TSG Wismar überhaupt. Ja, und währenddessen haben wir den 7 Meter gesehen von Sibidenko, der ist drin, 3:1. Jetzt für die Füchse. Und da ist der Platz da, Lars, Tor. Stefanie Lars, 2:3. Und er hat wieder schön den Ball geholt. Evelyn Schulz aus Rostock, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ja, das ist unser Zugang aus Rostock. Passt wie die Faust aufs Auge. Bin ich sehr zufrieden. Schauen Sie sich das an. Die musst du erst erhalten. Und sie ist wirklich eine hervorragende Mannschaftsspielerin auch. Ja, und da holt sie. Muss erst mal gehalten werden. Oder wird sie gehalten? Es gibt den 7 Meter.
Und auch der ist sicher drin zum Ausgleich 3:3. Lila, ja Max, mit dem 3:3. Ja, wir haben viel in unseren Beiträgen gehört, es läuft eigentlich alles nur über den Nachwuchs und in der Zeit. Sibridenko wieder zu 4:3. Läuft das auch in Wismar so? Es läuft viel bei den anderen Beiträgen, es läuft eigentlich alles über den Nachwuchs, auch in Wismar. Naja, ich sag mal so, über die Region für Nachwuchs. Denn wir haben eben bis auf Jemacek wirklich alles in Wismar und Umgebung, aus Schwerin, Rostock und aus Buxtehude. Also wir sind schon angelegt, auch aus kaufmännischer Sicht, das beizubehalten, wenn es geht. Ja, Jemak, er hat mit dem Treffer wieder zum 4:4. Und es war schön rausgespielt von Göhl. Und der Treffer für die Büchse. Und im Gegenzug Hibbler mit dem Treffer. Da ist auf jeden Fall schon gut was los hier. 6,5 Minuten 5:5. Das ist ein Handball auf höchstem Niveau. Aber wir sind im Spiel, das ist ganz wichtig. Solche Spiele haben wir manchmal in Berlin in dieser Phase schon abgegeben gehabt und wir sind voll dabei. Ganz wichtig. Ja, nur wie wird man Manager eines Handballvereins? Ja, das ist eine gar nicht leichte Kiste. Ich habe selbst jahrelang Handball gespielt in Wismar. Und 1991 mal angefragt, willst du dich nicht mehr mit dem Bundesliga-Handball beschäftigen? Und so kam es zustande und sollte aber nie so lange sein. Ludmila Jemacek will jetzt mit dem Treffer zur Führung für die TSG Wismar 6:5. Selber Handball gespielt bei der TSG. Ich persönlich kenne sie aus eigener Erfahrung, die Männer der TSG. Schaut man ein bisschen mit beiden Augen drauf, dass es da nicht reicht für die MV-Liga? Nein, eigentlich sind wir im Verein und wissen ganz genau, was hat Priorität und der Rest partizipiert davon positiv. Hilfe jetzt mit der gelben Karte. Und der 7 Meter.